Der männliche sogenannte androgene Haarausfall erfasst viele Männer schon ab dem 20. Lebensjahr. Er ist genetisch und Medikamente dagegen gibt es nicht wirklich. Es gibt zwar eine Substanz, die man jeden Tag in die Haare einreiben muss, die den Haarausfall stoppen können, doch hat diese viele Nebenwirkungen wie Libidoverlust und oftmals depressive Verstimmungen und sie wirkt nur ungefähr bei 25% der Männer. Eine nebenwirkungsfreie Methode ist PAP, der Einsatz von eigenem Blut, aus dem plättchenreiches Plasma gewonnen wird, das dann in die Kopfhaut injiziert wird. Dieses plättchenreiche Plasma hat eine riesige Anzahl feinster Enzyme und Wachstumshormone, die den Haarfollikel stimuliert. Man kann damit einen Haarausfall, der begonnen hat, stoppen. Einmal ausgefallene Haare kann man leider nicht mehr zum Wachsen bringen. Die Behandlung ist so gut wie schmerzfrei durch eine Pistole, mit der das PAP ganz fein mit einer ganz, ganz dünnen Nadel in die Kopfhaut eingebracht wird. Die Behandlung geht ungefähr eine halbe Stunde und man kann danach direkt zurück zur Arbeit. Man darf Sport treiben. Es gibt keine Dinge, die man nachher unterlassen muss. Allerdings benötigt es 3 bis 4 Behandlungen in etwa im Abstand von 4 Wochen und wir empfehlen nachher eine Auffrischbehandlung einmal im Jahr von 1 bis 2 Sitzungen.